Hey Kinder, willkommen zurück zu Fallout. Wir haben diese Oberlandstationsleute befreit, oder? Jetzt, die gehören uns. Habe ich das schon getestet? Gehören die Leute jetzt uns? Ja. Ernest, Cotsworth, das sind jetzt unsere Leute. Du kannst jetzt hier ruhig in die Ecken kacken. Ich baue mal geschwind eine ganz kleine, aber feine. Mal, wir gucken einfach mal direkt, ob wir hier ein Ding bauen können. So ein Shit. Wir sind sehr weit weg von diesem Rekrutier-Bumsstrahl. Jetzt machen wir es halt so. Wir gehen zu diesen Leuten und schicken einfach jemanden als Versorg. Halt, warte, habe ich nicht diese Versorgungslinie schon erstellt? Warte mal, Cuckworth. C. Was, echt? Wir haben das dann. Ist es. Okay. Und die rote Raketenstation haben wir auch noch nicht verbunden. Ach Mensch. Ach Mensch. Okay, okay. Gut, dann werden wir jetzt einen von euch beiden. Ene Mene, du bist dran. Alle dem Essen zugewiesen. Egal, Versorgungsroute. Sanctuary Hills, ja. Ja, ach so, mit Enter. Manche Sachen muss man echt mit Enter bestätigen. Das ist doch eine rotzverschissene Affenkacke. Halte vorgedrückt. Ja, habe ich alles schon gemacht. Und passt auf, jetzt müssten wir sofort ausreichend Ressourcen haben, um einen Wurstständer zu errichten. Sehr schön, sehr schön. Ich stelle ihn direkt hier hin. Der hat nämlich keinen Zug mehr zu fahren, wenn wir hier arbeiten. Und dann machen wir da noch ein Modelle drauf, Glennis. Brummbrummmännele. Achso, davon. Ich habe mich wieder nicht recht ge... Was kann... 33, okay. Ich wollte gerade gucken, was man noch so bauen kann. So, und zurück. Und zack. Zack. Und schon. Können wir hier Leute ansammeln. Das ist gerade mal gut. Die Frau geht auch direkt los und holt Ressourcen. Das heißt für uns, wir können jetzt hier, oder könnten jetzt hier auch weiterbauen, was wir aber auch erstmal wieder lassen, um weiter zu forschen. Wir haben ja vorne diese Wasseraufbereitungsanlage, die wir untersuchen müssen. Wir haben eigentlich überall Quests. Vor kurzem hat jemand gefragt, ob mich diese ganzen Quests nicht stören, jetzt speziell hier auf der Karte. Also mich stören sie nicht, ich weiß nicht, ob sie euch stören. Falls sie euch stören, kann ich da gerne minimieren. Aber ich finde es nicht störend. Ich weiß nicht, ob wir dahin gehen sollen oder ob wir hier oben ein bisschen weiter entdecken sollen, weil das ja noch... Cybera Beaver Creek Bahn. Es kann sehr gut sein, dass wir hier... Oh, Museum der Hexerei. Dass wir hier in das DLC gehen müssen, um da hinzukommen. Haben wir das schon entdeckt? Nein. Lasst uns vielleicht mal hier oben noch ein bisschen rumgucken. Am besten gehen wir nach hier drüben und laufen dann einmal darüber. Mal geschwind was trinken. Ich habe mich ja letztes Mal schon gefragt, woran das liegen könnte, dass wir so krasse Ladezeiten haben. Wisst ihr das? Diese Zeiten gehen ja, diese Reisezeiten, wenn diese Waffen auftauchen, man sich da kurz was angucken kann und so. Das hält sich völlig in Grenzen, aber wir haben festgestellt, wenn ich in ein Haus reingehe oder halt in eine Ladezone reingehe oder sie verlasse, dann sind die Ladezeiten unglaublich krass, also unnormal krass. Ist hier jemand, der nichts macht? Du machst nichts. Ha, volle Drecksau. Du gehst nach Sanctuary Hills. Ja, dass wir hier Cash haben. Okay. Also wir gehen, genau, hier drüben lang, hier. Mein Rücken tut weh. Halt, kann ich was ablegen? Kann das sein? Ja, vielleicht, ja, ja, ja. Wo haben wir denn hier die Dinge, Leute? Oh, nee, okay, nicht wirklich. Mein Rücken tut weh. Die meckern hier rum, ich habe das alles freigekämpft, ja? Mir sind dabei die Hände abgefallen, okay? Ihr könnt ruhig ein bisschen was schaffen. Hier sieht es echt schön aus mit dem Grün. Ach, ist das schön. Ja, ich habe schon... Ich habe euch gefragt, ob diese... Was haben wir denn da? Snipe, wo bist du? Snipe. Ob diese Ladezeiten irgendwas mit den Mods zu tun haben können. Also ich denke, das kann auf jeden Fall der Fall sein, so generell. Aber ich denke, mit diesen zwei kleinen Pimmel-Mods, die wir haben... Das wird den Bock nicht fett machen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Vor allem auch nur diese speziellen Ladezeiten. Da ist bestimmt irgendwas. Da stehen irgendwelche Stämme. Okay, wir gehen erstmal zu diesem kleinen Kasten und machen den auf. Was ist da hinten? Ah, da hört die Map gleich auf. Gleich kommt dann irgendwie... Sie können hier nicht lang gehen. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung, Spiel. Ich verstehe schon.
Klebeband und Sicherung. Hallo? Klebeband und Sicherung? Ich wollte schon Versicherung sagen. Gut, bei Versicherung würde ich jetzt zustimmen, Cotsworth. Aber Sicherung, die sind sau wichtig. Müsstest du doch eigentlich wissen als Robokeule. Und so ein Klebeband. Und so tote Raider. Alter, ich dachte, das sind gute. Pigments Visitenkarte. Oh yeah. Oh yeah. Fucking amazing quest. Hoppala. Shit. Pick. So. Pigman war hier. Finde mich, wenn du dich traust. Oh shit. His name is Pigman. Alter, was macht denn der für eine komische Kiste hier? Gut, die andere Visitenkarte lassen wir mal liegen. Ich nehme an, dass das gleiche ist. Wir wissen also, dass es einen Herren namens Pigman gibt, der scheinbar irgendwas mit Leuten macht und Blut auf Zettel schmiert. Der Kerl sieht doch schon mal, oder scheint doch schon mal sehr sexy zu sein. Den müssen wir auf jeden Fall mal besuchen. Oh, fick. Kurzwanz! Ach ja, ich habe ganz vergessen, dass wir ja gerade die Überpimmelwaffe des Jahrhunderts am Schlüssel haben. Oh fuck, Messerklaue. Okay, but Metro Claw, you can't hit me here, because I'm a P, isn't it? Oh, wie er sich total ins Hemdchen macht. Warte, was für Granaten? Okay. Kotz, es ist in Ordnung. I gonna read you. Boom. Oh! Shit, ist der weggeflogen. Ey, die Wumme ist ja sowas von sick. Ha, der ist gekrippelt. Bist du gekrippelt oder was? Soll ich dich kloppen? Guck mal, wie er meint, er macht hier einen auf. Was willst du von mir, Bro? Wie er sich aufbaut. Letztens hat jemand geschrieben, das wäre eine ziemlich krasse Rüstung, die wir da haben. Also eine ganz spezielle. Diese Käfigrüstung. Und da kann ich nur zustimmen. Habe ich die scheiß Hunderüstung immer noch? Die soll doch eigentlich der Hund bekommen. Menschenskinders. Was war das jetzt eigentlich gerade, das wir hier gefunden haben? Wie hieß das? Was ist das? Ist das so ein Stromorlog oder was? Macht man doch mit Strom mit so einer Orlog? Oder was? Alter, Cotsworth? Oder war das das Skelett? Hier, was war das Skelett? Ja. Warte mal, hier. Ne. Oh, alles abgeschlossen. Alles klar. Ich bin gespannt, was hier für eine Geschichte dahinter steckt, was man hier finden kann. Wie geschichtsträchtig dieser Ort ist. Ich gehe gleich an der BC. Ich nehme mir gerade noch die... So, noch nicht mal versperrt, okay. Wasserqualitätsstatus. Aktuelle radioaktive Verschmutzung extrem. Verschmutzung durch Schwermetalle extrem. Verschmutzung durch Fäkalien. Wer scheißt denn da rein? Sauerstoffsättigung durchschnittlich. Weitere Verschmutzung extrem. Allgemeiner Zustand gefährlich. Bitte trinken. Alarmschutzung überschaltet. Könnte für Menschen Gesundheits... Vierteljährliche Bewertung der Wasserqualität. Schadstoffmengen im Vergleich zu vorherigen Ablesungen um das Dreifache erhöht. Illegale Verklappungen bleiben weiterhin die wahrscheinlichste Ursache. Wir empfehlen, den See für die Öffentlichkeit zu sperren und eine offizielle Untersuchung der Abfallentsorgungspraktiken der ansässigen Schwerindustrie einzuleiten. General Atomics, Saugus Ironworks und Corvega. Wiederholte Anfrage zur Bewertung der Wasserqualität. Die Schadstoffmenge sind... Oh, fick. Oh, das hört sich echt ganz bitter an. Ich würde mit dir... Next time stirbt jemand drin. Nach dem Anglerturnier sind 27 Berichte über schwere Krankheiten nach dem Kontakt mit Wasser eingetroffen. Fuck. Ein Boot ist gesunken. Die beiden überlebenden Mitglieder der Mannschaft haben schwere Strahlungsverbrennungen erlitten. Fische wurden nicht gefangen. Lake Quanapowit bleibt bis auf Weiteres für die Öffentlichkeit gesperrt. Oh. Also welche Industrie ist denn hier in der Nähe? Da vorne... Achso, das sind direkt die Dinge, ne? Das sind die Atomics. Das ist natürlich bitter, ne? Wenn da... ständig was reingekippt wird. Oh, fickle die fake. Was haben wir hier? Frostschutzmittel. Aber die haben wir schon entdeckt, oder? Die haben wir noch nicht entdeckt. Hä?
Da waren, wir waren doch da schon dran, so mehr oder weniger, oder? Na, ich gehe trotzdem mal kurz aus dem Raum. Ne, ich gehe hin. Ich denke, wenn wir schon einen Weg in einen Punkt in der Nähe haben, den wir entdecken können. Aber hier vorne haben wir auch was. Das müssen wir uns merken, dass hier oben einfach noch diese General Atomics Geschichte ist. Wir waren schon ganz close dran, das weiß ich. Wir haben das mal gesehen. Ah, dieser Reizhusten macht mir immer noch zu schaffen. Speziell ist beim Lesen, habt ihr bestimmt gemerkt, ist es... Ah, ist eine Rüstung, ne? Es ist ein bisschen Struggle. Oh Gott, das ist ja jemand... Das ist ja jemand, der lebt. Ein Duke ist das. Der Duke von Edinburgh. Ja, mal gucken, was er will. Hey, Duke. Hey. Genau das Teil, wonach ich gesucht habe. Die Jungs in der Werkstatt flippen garantiert aus. Sonst gibt's hier nichts. Dieser Schrottberg ist leergepickt, Daddy-O. Was? Baut ihr da was? Mein Kumpel und ich bringen eine alte Power-Rüstung wieder auf Trab. Wir haben richtig coole Metallanzüge. Du bist echt cool. Wirf mal einen Blick auf unser Zeug hier. Unsere Maschinen sind sehenswert, Jack. Ich ja, hatte irgendwie einen Hirnschlag mit Jack, Daddy-O. Gunner aus Quincy versuchen immer wieder, sich unsere Anzüge zu schnappen. Ich sag Sieg immer wieder, dass wir reingehen und alle ausschalten müssen. Okay. Alles Idioten. Voll merkwürdig. Achso, habe ich jetzt einen Punkt bekommen? Habe ich einen Wegpunkt gefunden, bekommen? Hat er gesagt, ich soll mal vorbeigucken. Galerie Pikmin, können wir da? Was haben wir denn da, Leute? Da unten. Atomcats, ich glaube, das sind die Atomcats. Er ist einfach hier oben und sucht irgendwas. Vielleicht muss ich die Heizung auch einfach ausmachen. Wahrscheinlich reizt diese trockene Luft meinen Hals. Letztens waren wir essen und ich bin recht schnell dahin gestapft durch die kalte Winterluft. Und dann komme ich da rein und es ist einfach bullewarm. So richtig knackige, trockene, warme Luft. Ich konnte gar nicht mal aufhören, so rumzuhüsteln. Das war echt unangenehm. Ich hatte auch nichts zu trinken. Ne? Erst mal was bestellen, dauert ja ewig, bis da was kommt. Und bis dahin habe ich den ganzen Laden voll gehüstelt. Nicht wirklich stark gehustet, aber halt immer so so keuchhustenmäßig. Das war echt ein bisschen peinlich. Ah, shit, dude. Vor allem, weil bei uns in der Nähe recht alte, also zwei recht alte Männer saßen, so zwei Rentner. Und bei denen ist ja schnell mal der Tod angesagt, ne? Wenn sie so eine Krankheit haben. Ganz klar, das geht schnell. Ist das eine Chair? Ist das eine Chair hier? Ist das Chair hier? Warte kurz. Oh mein Gott, ich wollte hier gerade noch sagen, warte kurz, es sieht so minenbehaftet aus hier. Jetzt kommen alle wieder mit Aimbot und Wallhack, ne. Ja. So. Aufklärungsbunker Theta. Schlüsselforderung. Ich brauche das Passwort. Ich brauche das Passwort. Ist sicherlich eine Quest, die uns dahin bringt. Okay. Ah! Gott, was? Hoppla, sagt er. Okay, hier waren Blähfliegen. Die irgendjemand... Wahrscheinlich die von Duke getötet wurden. Ah, und da oben ist das Ding. Oder habe ich hier oben nicht auch was gesehen? War auf dem Berg nicht irgendwie was? Warte mal kurz. Warte mal kurz. Hey. Eine Momente. Ich muss hochgehen hier auf den Punkte. Ja, das habe ich eigentlich gemeint, da. Und da unten ist auch was. Voll viel Zeug hier, geil. Haben wir noch einen Wegpunkt? Übersehen? Ne, glaub nicht. Wundert mich voll, dass hier keine Feinde lauern. Eigentlich ist sowas immer ultra gefüllt mit allen möglichen Feinden, die es gibt. Oh! Das ist noch alles das Schreibmaschine-Tablet da. Ja, ja. Kennen wahrscheinlich die ganz Jungen von euch gar nicht. Eine Schrei-Maschine. Na komm, jetzt sind wir nicht hier. Machen nicht einen auf Rentner. Vakuumröhre. Cotsworth, ich habe Vakuumröhren gefunden. Schnell. Komm hoch. Und eine Schallplatte. Ach Gott, Cotsworth, das hier wird dir gefallen. Tja, das können wir jetzt nämlich schon öffnen. Ich habe was herausgefunden. In so einem Video, das ich gesehen habe. Passt auf, das ist der Wahnsinn. Man kann, das wusste ich nicht. Man kann, es gibt manchmal... Bei diesen kleinen Kackwörtern gibt es lange Wörter. Also lange so Zusammenschlüsse. Da. Halt, da war es eben. Achtung, wenn ich es nehme. Dann werden die Versuche zurückgesetzt.
Okay, aber nur einmalig. Und also manchmal werden Versuche zurückgesetzt oder es verschwinden Wörter von hier, die eh falsch sind. Achtung, Influence, 0. Ich guck mal, Achtung, Achtung, Achtung. Fehleintrag entfernt, jetzt ist einer weg. Habt ihr das gewusst? Ich habe so ein Video angesehen. 10 Dinge, die ihr garantiert noch nicht wisst oder wusstet. Und ich dachte mir, ey, wie edel ist denn das, bitteschön? Wie verschissen edel ist denn das? Komm mal hier. Fehleintrag entfernt. Aber jetzt habe ich ja noch einen, jetzt habe ich noch einen Versuch. Und ich habe überhaupt nicht mitgedacht gerade. Was hatten wir? Personell. Schade. Warte mal, wir gehen nochmal. Achso, halt, ich speichere davor nochmal kurz. So. Das ist doch der Hammer, oder? Das ist doch sowas von edel. Okay, Southeast. Da. Versuche zurückgesetzt. So, jetzt haben wir wieder 3 Versuche. Okay. Natürlich ist es so ultra. Dauert das so natürlich ultra lang, ne? Vor allem, weil wir ja eigentlich immer ziemlich erfolgreich sind. Halt. Ha. Aber wenn man so durchflippt, dann geht's ja eigentlich. Von der Zeit her. Oh, ich muss niesen. Oh. Gesundheit, dankeschön. So. Ja, ja, ne. Gestern hat im Stream jemand gesagt, ich würde nie lachen. Ist mir gerade eben in den Sinn gekommen. Lache ich nie? What the fuck? Ich lache doch andauernd. Bam! Fehleintrag entfernt. Versteht er mich? Okay, es kann ja nicht mehr so schwer sein. Was hatten wir? Wo ist es? Capturing. Mal eins richtig. Das hier war's, ne? Ja. Soll ich das? Ah, Schissel, my whistle. Southeast. Ah, ich bin so dumm. Kann es ja gar nicht sein. Shit! Okay, ne, ich muss wieder mit meinem üblichen Verstand rein, glaube ich, hier. Ich bin dann zu fokussiert. So, dangerous, okay. Ja, das könnte es sein. Ich brauche doch nochmal kurz diese Punkte. Zu viel. Boom, shakalaka, boom. Eigentlich ist es ja schon nice, das zuerst zu machen, weil da alle Fehleinträge weg sind, ne? Aber wenn man die Versuche zurücksetzt, ist es auch blöd. Ah, wisst ihr was? Vielleicht sind eckige Klammern grundsätzlich Versuche zurücksetzen. Das müssen wir im Auge behalten. Pass auf, hier kommen jetzt Geschwungene. Fehleintrag entfernt. So wie die Runden. Hier sind nochmal Runde, also Fehleintrag entfernt. Ja. Okay, Leute, ich glaube, wir können da echt ein Ding erkennen. Ach so, und ist es generell hier sowas? So eine Öffnung und dann was Schließendes? Ja. Gut. Hier ist sonst nichts mehr. Ah, es gibt natürlich noch hier die größer-kleiner Zeichen. Aber das war's. Hier ist nichts mehr. Was hatten wir? Qualities. Ich hoffe, ich hatte Dangerous noch nicht. Ha! Okay, das ist eine coole Sache, oder? Das ist echt eine schicke Sache. Wisst ihr, der hat am Anfang vom Video Sachen erzählt wie, wenn ihr es nicht gewusst habt, ihr könnt, wenn ihr ganz lange auf Nachladen drückt, die Waffe wegstecken und so Kram. Und ich dachte mir, was ist das hier jetzt? Ist das jetzt hier wirklich, soll das jetzt echt so ein Top 10 der Sachen sein, die man nicht weiß? Das kann man nicht vorstellen, dass das niemand weiß. Oder viele nicht wissen. Und dann kommt diese krasse Info da. If you search for the brackets. Er hat nicht wirklich die davon erzählt, also von diesen. Oder vielleicht doch. Vielleicht habe ich nicht richtig zugehört. Auf jeden Fall hat er erzählt, dass es eben diese extra Funktionen gibt. Das fand ich schon sehr, sehr sick. Achtung, ja, ist in Ordnung. Du kleiner Behinderter, ist in Ordnung. Der behindert mich zu arg in meinem Denken. Ich muss weitergehen. Ich muss jetzt darüber. Cotsworth, komm, wir gehen. Ich will nicht mehr mit dem spielen. Der ist blöd, der Roboter, Mann. Komm, Cotsworth, kommst du? Komm mit. Komm mit, du blöd Mann. Tschüss. Perfekte
Are these Scorpions? Is these Scorpions? Is I in the Ärger now? What do you want from me? Are you crippled? That was really really bad from you. Haha. I killed you all. Hihi. So, das war ja wohl total easy peasy lemon squeezy bei Martin Scorsese. Ein Verkäufer. Warum fisten die immer die Verkäufer? Ich würde doch so gerne mal was verkaufen hier in dem Puff. Wo sind wir denn gerade? Okay. Komm, dann gehen wir noch to Never wieder Pivot. Oder ist doch irgendwas da drüber? Never Pivot. Und da unten ist auch irgendwas in das Schiffchen. Oh, warte mal. Die haben sau viel gebracht. Wisst ihr noch? So viele Erfahrungspunkte. Ich meine natürlich. Hey, Bitch. Tja, Cotsworth. Ich weiß, das sind deine Lieblingstiere. Bravourös, ich weiß. Einfach wehrlose Tiere kaputt machen. Das ist mein Metier. Hier ist sonst nichts. Niemand. Und das Wasser ist scheinbar auch nicht toxic. Ha. Fucking crazy. Das war noch nicht mal salty, das Wasser. Ist ja nass. Was haben wir denn? Oh, da ist eine Fabric da drüben. Und da müssen wir natürlich hier. Es ist Chlor. Das ist Chlor. Vor allem haben wir so keine Ladezeiten. Huhu. Oh, wisst ihr, was das hier für ein Ort ist? Den erkenne ich wieder. Das ist die widerlichste Quest. Die widerlichste Quest, die es gibt in dem Spiel, finde ich. Ich will euch nicht spoilern. Es ist echt eine eklige Sache, ja. Da sind wir ja. Das machen wir schon. Machen wir bald. Das ist echt so eine richtig eklige Geschichte. Ach, dieser verschissene Reizhusten. Wie soll ich denn da was aufnehmen, Mensch, ey? Wie stellst du dir das vor? Huste, hä? Wie stellst du dir das vor? Weißt du, hockt so da, macht die Schulter noch. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie du das machen willst. da rechts mit dem Turm, das ist eigentlich auch eine ziemlich lustige Sache, wenn ich mich da recht entsinne. Aber ich weiß nicht, ob wir dazu bereit sind. I don't know if we're ready. Are we ready for this? Are you ready for this? Warte, wir nehmen erstmal das da drüben ein. Komm schon, schneller, schneller. Er schnauft wieder wie so ein Schluck Wasser. Molkerei. Ist denn der Gegner? Hallo? Keine Gegner? Okay. Cotsworth, es ist in Ordnung. Da ist niemand. Kotzimotzi, wir haben hier niemanden am Start. Wir sind ganz alleine für uns. Oh yeah. Da, Movement God schlägt wieder zu. Schalalala. Geh ich halt hinaus. Geh ich halt da. Okay, geht ne. Sage mal. Oh, ich dachte, da steht jemand. What the fuck? I'm so out of plastic. Oh, was für ein Strafe Jump, Alter. Cotsworth, hör auf mich andauernd zu beurteilen, du Pisspantoffel. Ich mach hier halt was. Ich schwelge in Erinnerung. Wird dir auch nicht schaden. Mach das ruhig auch mal, Konzi. Nicht immer nur du arbeiten, ja, auch mal Fettbärm fressen. Na, ja, komm schon. Ach, komm schon. Die Kiste gehört bestimmt dem Skelett. Und es lacht sich gerade ins Fäustchen. Also in sein knöchriges Fäustchen. Wie schön. Wie schön. Kotzi, die Frage ist halt jetzt, was haben wir davon? Von der ganzen Chose. Ja, was haben wir davon, Kotzi?
Okay, Achtung, wir machen jetzt die Mission. Das ist jetzt, glaube ich, keine Mission, aber es ist echt eine richtig harte Scheiße hier. Komm mit, Kotzi. Das ist echt eine krasse Geschichte. Ich weiß nicht, also ich hoffe, dass wir das überleben. But who knows? Nobody knows my true identity, cause all we know I'm John F. Kennedy's love child. Achtung, ich speichere nochmal. Der Trick ist es jetzt. Der Trick ist es. Dass wir hochgehen. Ist da keiner mehr? Hä? Oh. Hier ist keine Sau mehr. Seht ihr irgendwie Leichen? Ich sehe keine Leichen. Also. Ja. Oh, scheiße. Cotswolds, Vorsicht, da liegt was. Cotswolds. Vielleicht beobachten wir jetzt mal kurz die Treppe hier. Sieht aber gut aus. Jetzt sind doch Leute da. Was? Oh, jetzt geht's ab. Ach du Scheiße. Okay. So. Und der richtig starke Tobak geht ab, wenn wir hier dran ziehen. Achtung. Speichern, speichern, speichern. Eigentlich hätte ich speichern sollen, bevor wir ziehen. Schaut mal. Wer da angedackelt kommt. A Death Crawl. Cotsworth, du wirst geschlagen. Ah, Cotsworth, ich auch. Jetzt ist es nicht mehr lustig, wenn ich auch... Sag mal, habe ich gerade kein einziges Mal getroffen? Merkt ihr, wie der Hase läuft mit dem Todesgrill-Gedone? Da, Todeskraller, dies ist für dich. Bing, bing. Ich bin Raider gefistet, schade. Oh, shit. Oh, shit. Sehr gut, ich glaub, die kommt hier nicht hoch. Bye, bye. Ja, was meint ihr? Oh, hey. So, Todeskralle. Kannst du ruhig wieder her. Also. Das ist ein Raider-Veteran mit einem Totenkopf. Holy shit. Cotsworth, weißt du was? Da unten ist jemand. Psst. Auf sie! Auf sie! Cotsworth! Cotsworth! Stört dich irgendwie dieser Körper hier? Ich kann der runterschmeißen, Cotsworth. Das macht mir nichts aus. Ich bin so ein dreckiger Schmeißer. Kannst du jetzt bitte... Cotsworth, hey, steckst du da fest? Nee. Zugriff! Na also! Jetzt will ich aber alles sehen, Cotsworth. Da ist noch diese Kralle. Zweifacher Schaden, boom. Bitch, get out my way. Der zweite Schuss war nicht getroffen. Guck mal, die hat noch nicht mal so einen Totenkopf an sich dran. Der Raider schon. Der Raider ist härter als diese Todeskralle. What? Ich bin gefickt. Naja, immerhin macht Cotsworth sie jetzt ja fertig. Ach du Scheiße, Mann. Es ist gut. Du alte Tröte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also die Kleine müsste ich noch down... Müsste ich down kriegen, wenn ich nicht so bescheuert wäre. Aber die Große... Leute, das schaffe ich, glaube ich, nicht. Ja, zweifacher Schaden. Batsch. Immer noch zweifacher Schaden. Ja, die ist gleich weg. Was war das? Ah, Schissel. Die weiß, wo sie sich zu verstecken hat, ne? Die kleine Pisskralle. Komm her. Oh, wie, das war kein Treffer. Jawohl, gleich ist es geschafft. Und die andere kommt nicht hoch, das ist schon mal gut. Aber ich weiß nicht genau, wie wir dann von der anderen entrinnen sollen. Ach, komm. Ja!
Aber auch nur 44. Das ist irgendwie fucking weak, ne? Wisst ihr was? Ich glaube, die hatten uns gar nicht gesehen. Ja, versteckt. Cotsworth, vielleicht kommst du kurz hier hoch? Hier. Schnell, schnell, schnell. Cotsworth. Okay, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus, Cotsworth. Ich glaube, wir müssen die Folge hier auch erstmal beenden. Macht's gut. Ciao, ciao.